so ein Projekt in Namibia, weil, also ich denke mal, gerade wenn es jetzt in ländlichen Bereich da ist, wird da ja jetzt die Versorgung mit den Bankkonten oder so, wie wurden denn die Zahlungen einfach den Jump gelöst? Ich habe auch noch eine kleine Frage, und zwar, wie war die Zahlung der Grundeinkommen im Verhältnis zu den Rentenzahlungen, die vorher schon? Was ich habe in deinem Vortrag gesagt, dass IWF und Weltbank umdenken müssen. Ich meine, mich zu erinnern, die Weltbank hat das Projekt als Entwicklungshilfeprojekt irgendwann mal gelobt, soweit ich weiß. Nee. Ich sage gleich was zu. Okay. Kurze Fragen, wir können mitnehmen. Nur nochmal, ich habe bestimmt vorhin nur überhört, von wem die Initiative genau ausging in Namibia. Also, ja, wer hat die Idee und wie kam es dann dazu? Mhm. Welche Menschen waren es? Ich habe mich gefragt, als es um die Nachteile von zielgerichteten Programmen ging, irgendwie, also die meisten, die da genannt wurden, sind irgendwie genau beim Grundeinkommen. Also ist da nicht auch die Gefahr der Korruption, ist da nicht auch die Gefahr, dass sich die Leute darauf ausruhen, ist da nicht auch die Gefahr, dass nicht alle dasselbe nicht erreichen? Also sind das nicht dieselben Probleme oder Nachteile? Also nochmal zurück zu diesen in Anführungszeichen einfachen Fragen. Dadurch, dass Namibia ein Rentensystem hat, die Rente war so ungefähr 400 namibische Dollar, dann haben wir die Frage auch schon beantwortet, die aber eben auf diese eine Person ausgerichtet war und die damit zum großen Teil ganze Familien zwischen 5 und 20 Menschen miternährt hat. Dadurch, dass es diese Auszahlung gab, gab es über die Post schon ein System, wie überall im ganzen Land verteilt die Leute an ihr Geld kamen. Das waren immer Postbank-Auszahlungen. Das heißt, an einem bestimmten Zahltag kamen die Leute auf die Post und haben ihr Geld abholen können. In Ojivero, in dem Dorf, ist es so gelaufen, dass die Post kam. Ja, an dem einen Tag mit dem Geldautomaten sozusagen und hat dann das Geld in bar verteilt. Die Koalition hat gemerkt, das haut nicht so richtig hin. Und dann hat die Post sich bereit erklärt, dort ein Post Office aufzumachen mit einem richtig offiziellen Bankschalter. Und die Leute haben ein Bankkonto eröffnet und haben eine Bankkarte bekommen und konnten dadurch dann ganz einfach an ihr Geld rankommen und mussten auch nicht alles auf einmal nehmen. Das war nämlich auch so ein Problem, dass sie dann halt so viel Geld auf einmal hatten für eine Familie und interessanterweise haben fast alle Frauen sofort ein Konto eröffnet und es eingezahlt, damit es weg ist. Und auch interessanterweise haben fast alle Familien, das Grundeinkommen von den Kindern, den Frauen übertragen. Also die Möglichkeit, das Geld abzuheben. In Übereinstimmung mit den Männern. Die Männer hatten meistens dann einen Zugriff auf ihr eigenes Grundeinkommen, aber das der Kinder war dann in der Verantwortung, also der unter 18-Jährigen, der Frauen. Das hat auch in den meisten Fällen wunderbar funktioniert. Auch so eine Erfahrung aus der Entwicklungszusammenarbeit, konzentriert euch auf die Frauen, wenn ihr tatsächlich Armut ausradieren wollt und nicht auf die Männer. Wobei, da muss ich zur Ehrenrettung der Männer eine Geschichte erzählen, die mir wirklich sehr nahe gegangen ist. Es ging darum eben, ja, warum wird oft, wenn dann ein bisschen Geld da ist, in Alkohol umgesetzt. Und da hat ein älterer Mann erzählt, dass es einfacher ist, satt zu werden mit dem meistens selber gebrauten Bier. Das hat einen höheren Sättigungswert bei weniger Geld. Das klingt vielleicht ein bisschen entschuldigend, aber ich fand es trotzdem auch nochmal eine interessante Geschichte, wenn wir darüber reden, dass die Leute das Geld für Alkohol missbrauchen, dass es vielleicht einfach auch nochmal eine andere Seite der Medaille gibt. Also immer nochmal genau hingucken, wovon wir eigentlich sprechen. Ob Sättigungsbier oder hungermachendes Bier? Nein, sättigendes Bier. Man vergisst gleichzeitig, dass man als Mann nicht in der Lage ist, seine Familie zu ernähren. Okay. Also es hat einfach verschiedene Dimensionen. Okay. Das ist dieses Rollenverständnis, wer ist eigentlich dafür zuständig? IWF und Weltbank haben von Anfang an das Projekt torpediert. Und zwar massivst, bis hin zu Drohungen. Ja, die Weltbank hat wissentlich mit falschen Zahlen operiert, um das Projekt von Anfang an in Misskredit zu bringen. Sie haben es nie wirklich zugegeben und auch nie wirklich die Zahlen akzeptiert, die von der Koalition kamen. Aber inzwischen ist die Diskussion einfach ein Stück weiter und es ist sozusagen Schnee von gestern. Und heute wird soziale Sicherung
ja, als eines der Möglichkeiten hochgehalten. Und inzwischen hat auch, glaube ich, die Weltbank zugegeben, dass es ein erfolgreiches Projekt ist oder dass es die Möglichkeit gibt, dass Grundeinkommen eine Alternative ist zu klassischer Entwicklungszusammenarbeit. Wer hat die Initiative ergriffen? Es ist historisch betrachtet, hat die namibische Regierung gesagt, wir brauchen eine Möglichkeit, um unsere Armut auszuradieren. Und hat eben ein Institut die Frage in Auftrag gegeben, welches Sozialsystem ist das Beste für Namibia? Und dieses Institut, NAMTEX heißen die, hat dann gesagt, nicht weil es jetzt politisch das Beste wäre, sondern weil es das Pragmatischste wäre, so wie Ronald es gesagt hat, das Gießkannenprinzip. Dann erreicht ihr nämlich genau die, die ihr erreichen wollt, also führt ein Grundeinkommen ein. Und die haben, glaube ich, so festgelegt, so 80 namibische Dollar. Und die Regierung hat dann aber gesagt, nein, nee, machen wir nicht, hat noch niemand gemacht, trauen wir uns nicht, können wir auch gar nicht. Und dann ist eben eine Koalition in Namibia entstanden, zu sagen, doch, wir können es finanzieren, wir können es umsetzen und wir als zivilgesellschaftliche Organisation, wir machen jetzt diesen Versuch und starten es und bringen das einfach mal auf den Weg. Also das war Namibia? Das ist aus Namibia heraus entstanden, aber das Geld kam zum großen Teil aus Europa, über Privatspenden, auch aus Namibia. Also der Erste, der gespendet hat in Namibia, ist Hage Geingob, der wahrscheinlich der nächste namibische Präsident wird. Also insofern auch aus der politischen Klasse heraus Leute, die durchaus gesehen haben, was da für ein Potenzial ist. Aber andere haben eben gesagt, nee, also man kann ja nicht ganz klassisch die Argumentation, ohne dass man etwas tut, jemand Geld geben. Also ohne dass jemand dafür arbeitet, kann man nicht irgendwie ein Grundeinkommen zahlen. Das hat niemand verdient, sozusagen. Wir haben nie die Frage, du hast es gesagt gestern, wir fragen nie, wie eigentlich die Reichen ihr Geld verwerten, verbrauchen und womit die es eigentlich verdient haben. Aber bei denen, bei den Armen, da wird es eben hinterfragt. Vielleicht eine Ergänzung, ich glaube, in den UN ist auch noch bevollmächtigt, der hat in Namibia besucht das Projekt. Viel später. Und die hat es aber dann positiv bewertet. Aber das ist erst letztes Jahr passiert. Okay. Also das ist wirklich viel später. Und auch die Sonderberichterstatter haben ja nicht unbedingt, also die UN-Sonderberichterstatter sind ja nicht Weltbank oder IWF. Okay, jetzt zu dem Thema zielgerichtete, nicht zielgerichtete, also faktisch Gießkanne oder gezielter Strahl. Stellen wir uns einfach mal ein Rosenbeet vor, mit 100 Rosen. Wie hoch ist der Bürokratieaufwand sozusagen, ich gieße alle mit einer Gießkanne? Gleichmäßig, ob kleine, große Rosen, ob zum Rand stehen, oder mit ist vollkommen egal, zu grün, blau, oder ja, mit der Regel rot. Gibt auch verschiedene Züchtungen, okay. Und wie hoch ist der Bürokratieaufwand, wenn ich jede Rose befragen, betasten müsste, ob sie denn dieses Wasserstrahls bedürfe? Und ihr noch Bedingungen stellen müsst, wenn du aber zu viel wächst, kriegst du keinen Wasserstrahl mehr. Dann gehe ich mit meiner Kanne wieder drumherum, um die nächste Rose zu erreichen. Das zum Thema Bürokratie und Aufwand. Und vielleicht auch zu, da trifft man eine Zahl an, ne, beim Wasserstrahl. Und die andere Tatsache ist, dass man, sobald man eben gezielt versucht zu machen, durch Bürokratie, durch Stigmatisierung, Diskriminierungseffekte, wie ich auch sprach von Deutschland, 50% in diesen Solid-Cash-Transfers sind dann 20-30%, erreicht man schlicht und ergreifend eben eigentlich nicht alle. Das ist ein Faktum, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das hängt mit, das ist systemimmanent für solche bedürftigkeitsgeprüften Transferleisten oder Bediente. Oder man bringt Symptome vor. Na, man versucht quasi die Behörden, ich sag's mal, so hinzutricksen, dass man faktisch dann in die Leistung, in den Leistungsanspruch kommt. Man ist krank. Wenn eine Voraussetzung ist, eine bestimmte Krankheit, dann wird man dieses Symptom entwickeln. Das ist ganz interessant in der Psychologie, dass es wirklich auch so funktioniert. Darf ich da ein Beispiel geben aus Südafrika? Südafrika hat eins der besten Sozialsysteme oder das beste Sozialsystem in Afrika. Es gibt eine sozusagen Invalidenrente für Menschen, die HIV-positiv sind. Das ist die Perversion schlechthin. Also die Bedingung heißt HIV, genau, ne? Genau, sie müssen HIV-positiv sein. Sie bekommen das Geld, dann können sie sich ordentlich ernähren, was eine Grundlage dafür ist, dass sie antiretrovirale Medikamente schlucken. Dann geht es ihnen besser. Und dann kriegen sie das Geld nicht mehr. Und dann geht es ihnen wieder schlechter, dann kriegen sie es wieder. Also nehmen viele Leute diese
antiretroviralen Medikamente nicht. Um krank zu bleiben. Um krank zu bleiben und wenigstens ein bisschen was zu haben, weil sie nicht so gesund sind, dass sie arbeiten können, auch wenn sie die Medikamente nehmen. Also es ist pervers. Ja. Und es gibt eben keine Möglichkeit zu sagen, ich kriege das noch 3 Monate danach oder so, um zu gucken, wie es mir dann damit geht. Ne? Sind einfach, wenn, sobald diese Bedingung geprüft wird und ich bin gesund, also mir geht es besser, ich bin arbeitsfähig, dann kriege ich es nicht. Und es gibt keine Arbeitslosen, kein Arbeitslosengeld jetzt so oder kein Hartz IV in dem steht. Und die andere Frage der Hängematte sozusagen, also ganz kess könnte ich sagen, für Industriestaaten wie Deutschland ist das Grundeinkommen die beste Stilllegungsprämie. Jetzt Cass. Aber gestern, ich weiß nicht, waren Sie gestern da? Okay, da hatte ich ein paar Zahlen gebracht. Es gibt viele Studien, was würden Leute machen in der Schweiz, in Deutschland, etwa Grundeinkommen 1000 Euro, sage ich mal. Und was würde passieren? Wir wissen, dass ca. 3-6% sagen würden, ich würde meine Erwerbsarbeit vollkommen aufgeben. Würden irgendwas anderes machen. Ehrenamtlich bei der Casa arbeiten oder bei uns im Netzwerk Grundeinkommen oder für die Dekol-Konferenz, was auch immer. 36-38% würden ihre Arbeitszeit verkürzen. Das würde bedeuten, erstens, dass man Platz macht für Arbeitssuchende. Damit tut man die Spaltung der Gesellschaft minimieren, in Erwerbstätigen, die überarbeitet sich fühlen, und Menschen, die gerne arbeiten würden, im Sinne von der Erwerbsarbeit. Es würde aber auch bedeuten, dass für viele mehr Freizeit entsteht. Freizeit zum Beispiel wieder für ehrenamtliche Arbeit oder auch für ihre Subsistenzwirtschaft oder ihren, meine berühmte, schon mehrmals beschriebene Ökokarotte zu züchten in irgendeinem Garten, Schrebergarten in Leipzig. Also das ist der Zusammenhang Grundeinkommen und Stilllegung bzw. Entschleunigung und freiere Lebensgestaltung. So, und alle Studien zeigen aber, dass das nicht so gravierend ausfällt, dass mit einmal die Wirtschaft zusammenbrechen würde. Im Gegenteil, wir könnten sogar sagen, das würde ich jetzt auch in meinem Vortrag wiederholen, dass die Menschen, die mit dem Grundeinkommen gestärkt sind, auch viel mehr Einfluss auf Produktionsprozesse haben. Zum Beispiel im Sinne der Ökonomisierung. Ja, Mitbestimmung. Man ist demokratisch nicht mehr so erpressbar. Durch das Arbeitsplatzargument. Ne? Das Arbeitsplatzargument ist die undemokratischste Waffe sozusagen, um Leute bei der Stange zu halten. Und ein Grundeinkommen habe ich einen Demokratisierungsschub, weil es ein tagtäglich bezahltes Streitgeld ist, für bessere Arbeitsbedingungen und Produktionsbedingungen zum Beispiel. Also in diesem Kontext zu sehen. Und Namibia, das Projekt, hat ja nun genau das Gegenteil gezeigt. Also wenn man die Broschüre durchliest, eine Aktivierung der Leute, die hatten plötzlich wieder Perspektiven. Leute kauften sich eine Nähmaschine, habe ich gelesen, um für sich und für andere eben Kleider zu nähen. Oder Stichwort Arbeit, die Leute hatten plötzlich Geld, mit dem Bus dann in die nächstgelegene Stadt zu fahren. Die hatten das Geld plötzlich, um durch einen Job zu suchen. Konnten sie früher gar nicht. Also, oder nochmal ein Punkt. Sie mussten nicht mehr bei den Farmern zu diesen menschenverachtenden Bedingungen arbeiten. Da hatte ich mein Aha-Erlebnis, weil vorhin jemand gesagt hat, ich würde dafür brennen. Das ist genau der Punkt gewesen. Eine Frau hat zu mir gesagt, da war das bedingungslose Grundeinkommen das dritte Mal ausgezahlt. Ich muss jetzt nicht mehr am Freitagnachmittag vorne an der Straße stehen und warten, bis die Farmarbeiter nach Hause fahren und ein bisschen was abgeben, ne? Also sich prostituieren. Sondern ich habe jetzt mein eigenes Geld und kann meine Kinder ordentlich ernähren, zur Schule schicken und kann jetzt vielleicht auch noch gucken, wie ich anderweitig Geld finde. Eine andere Frau hat gesagt, now I can stand in the middle of people and talk. Weil sie vorher nämlich nicht mehr im Dorf rumlaufen konnte, weil alle gedacht haben, sie bettelt wieder, weil sie nichts hatte. Ja. Jetzt kann sie wieder am sozialen Leben teilnehmen. Also das heißt, es ist eine Zurückgewinnung der Würde, eine ganz andere Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe, jenseits der ganzen wirtschaftlichen Ebene. Und der Frage, alle soziologischen Studien, ich weiß nicht, ob Sie Gleichheit des Glück kennen, zum Beispiel weisen ja darauf hin, dass eine Gesellschaft solidarischer wird, wenn sie eine geringere Einkommensspreizung hat. Das heißt, nicht nur solidarisch gegenüber den eigenen Ärmeren, sondern auch gegenüber ärmeren Ländern. Das wird eine Folge sein, eindeutig, wenn ich entängstige. Und die andere Frage, die aus meiner Sicht damit zusammenhängt, wir werden in der Tat bestimmte Produkte verteuern müssen, wenn wir Rohstoffe besteuern. Die Reicheren können sich das nach wie vor leisten oder minimieren es vielleicht etwas.
Aber die Ärmeren, können sie sich dann noch teure Produkte leisten? Oder zugespitzt, heute kann sich kein Hartz-IV-Bezieher leisten, eine halbwegs ökologisch energetisch sinnvolle Waschmaschine zu kaufen. Er kann sich praktisch gar keine Waschmaschine kaufen. Und diese Prozesse im Blick zu haben, wie ich aus einer Gesellschaft, die vom Grundsystem her solidarischer gebaut ist, quasi auch Effekte erzeuge, die mit anderen ärmeren Gesellschaften solidarisch ist, die auch bereit ist, mehr zu teilen. Wir wissen, eine Gesellschaft, die solidarisch ist, mehr bereit zu teilen, als eine, die nicht so ist. Das meinte ich so mit dieser Erklärung. Und man muss ja auch wissen, wenn wir über Postwachstumsgesellschaft diskutieren, gehen Sie mal in die Öffentlichkeit, da gibt es Ängste. Oh Gott, darf ich jetzt nicht mehr dies oder jenes kaufen, oder gibt es das nicht mehr? Wie kann ich es mir dann noch leisten, überhaupt vielleicht noch einmal in Urlaub zu fahren? Oder so. Und da muss ich doch sozusagen, muss ich mit umgehen, muss ich erstens andere Lebensstile und Kulturen propagieren, Möglichkeiten bei anderen sinnvollen Betätigungen. Das hat nur mit Arbeitszeitverkürzung und Zeit zu tun. Und ich muss aber auch Ängste im Sinne sozialer Ängste wegnehmen, also einkommensmaterielle Absicherungsängste minimieren. Also in diesem Kontext habe ich das gemacht. Die letzte Frage war meine letzte Frage vorhin. Da hatte ich einfach in den Raum gestellt, wie können wir die Gesellschaft oder auch die Politik so beeinflussen, dass diese Debatten eines Grundeinkommens oder einer Teilhabe an der Gesellschaft und die Frage der Verbindung mit Postwachstum in unserer Gesellschaftsmitte ankommen. Also weil gerade, also so wie wir es erfahren in unserer Arbeit, eine Mittel- oder Oberschicht eben sich massiv gegen diese Fragen wehrt, sowohl das Wachstum als auch Das kann ich leider nicht beantworten. Da auch immer eine andere, also die gleiche ähnliche Frage vielleicht. Also das war jetzt in einem kleinen Dorf. Ich habe die Studie nicht gelesen. Ursprünglich war gedacht gewesen, das auf nationale Ebene umzusetzen. Warum klappt das nicht? Ich glaube, so schön wie die Studie sein mag, interessanter wird es ja erstmal, wenn es in größeren Dimensionen gedacht wird, weil ich kann hier aussteigen, kann den Bauwagenplatz holen und kann dem Kerzenlicht geben. Aber Strahlkraft und Relevanz habe ich ja wirklich keine. Also welche Interessen hindern so eine Umsetzung auf nationaler Ebene, hat die EU angesprochen. Also ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass es sinnvoll sein könnte und vielleicht alle einig, aber interessant ist ja die Frage, wie kann man das umsetzen und woran scheitert es Interessen? Also das Argument ist meistens, wir können es nicht zahlen. Das haben wir widerlegt. Es gibt viele Studien, die das belegen, dass es finanzierbar ist. Alles, was unter 3% des Bruttoinlandsprodukts ist, ist für den Staat finanzierbar. Und das wäre es auch im Falle von Namibia. Mit verschiedenen Modellen, da kann man ja alles Mögliche sich ausdenken. Meiner Meinung nach ist es einfach der reine politische Wille. Und das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, solange wir es mit einer politischen Elite zu tun haben, die einfach merkt, dass das für sie schädlich ist im politischen Diskurs eines Landes, wird sie sich nicht selber sozusagen, genau. Und daher also müssen wir im Grunde genommen von zwei Seiten arbeiten. Also das, was wir versuchen als CASA, wir haben unsere Partner im südlichen Afrika, mit denen wir zusammenarbeiten und tragen diese Stimmen, diese Erfahrungen hier nach Europa und vernetzen uns eben mit dem deutschen Grundeinkommens Netz und versuchen so diese internationale Debatte auch stärker in die Gesellschaft zu bringen. Ganz spannend war, und das ist eigentlich das, wo wir auch nicht so richtig wissen, woran es dann letztendlich liegt, aber dass gerade dieses Big-Projekt in Namibia unglaublich viel Interesse geweckt hat und auch unglaublich besprochen wurde im Spiegel, in, keine Ahnung, der ZDF war dort, ARD hat einen Bericht gemacht. Überall hat man darüber geredet und die Erfolge waren sehr, sehr deutlich. Aber wenn ich dann wieder nach Hause gehe und in unsere entwicklungspolitischen Organisationen, die da hinten draufstehen, die uns finanzieren, dann höre ich wieder Sachen wie, ja, aber man kann den Leuten doch nicht einfach Geld in die Hand drücken. Und dann ist es so, dann sind wir auf diesem Stammtischniveau. Ja? Wir haben Fakten, Facts and Figures, aber die Leute wollen einfach nicht von ihren Vorurteilen runter oder von ihren Ängsten. Und daran müssen wir arbeiten. Und ich denke, das ist mit der Degrowth-Gemeinschaft nichts anderes wie mit der Grundeinkommensdebatte. Wir müssen einfach das als Zivilgesellschaft so verbreitern, dass wir eine relevante Masse werden, die diese Dinge auch politisch fordern und umsetzen wollen.
Und erst dann werden die Politiker gezwungen, darauf zu hören und vielleicht dann auch das zu ändern. Also das wäre so meine Antwort auf diese Frage. Also vielleicht zunächst mal zu dem Thema Angst, was kann man machen, das hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Also ich glaube, es ist total wertvoll, so ein Beispiel zu haben. Es bräuchte eigentlich viel mehr Beispiele, Praxisbeispiele. Gibt es in Indien, das ist zum Beispiel eine Folge, in Indien gibt es mehrere Projekte, betreut von Guy Standing, von BN, ist das in der Sache, mit ankantischen Wissenschaftlichen. Das ist direkt eine Folge von, da waren Frauen in Namibia, haben sich das angeschaut und gesagt, wir machen das bei uns aus, eine Gewerkschaft von selbstständigen Frauen. Ne? Ja. Das wäre gerade meine Frage gewesen, also welche Beispiele gibt es schon und wahrscheinlich sind die ja limitiert. Mindestens auch regionale Projekte. Kenntnisstand ist die Frage, es war ja ein erfolgreiches Projekt. Was kann man tun, damit es mehr Beispiele gibt und man damit in dieser Angst ein Stück weit auch Volksprojekte, die vergleichen das Conditional, Unconditional Social Cash Transfers Projekte sozusagen, also die machen das besser. Das Tote ist eher vielleicht noch eine Anmerkung. Sie hatten gesagt, die Widerstände resultieren ein Stück weit auch aus der Angst vor Umverteilung, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mir vorstellen. Aber der Finanzierungsvorschlag, den Sie ja gebracht haben, über Ressourcenbesteuerung, müsste die Sache ja eigentlich einfach machen. Denn dann würde das Geld ja für Namibia, für südliche Afrika praktisch von außen kommen. Es wäre zusätzliches Einkommen, also wäre eine Umverteilung Nord-Süd und nicht eine Umverteilung innerhalb des Landes. Ist das ein Ansatzpunkt? Und das andere, was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht, ist vielleicht ein bisschen schwieriger auszudrücken. Also selbst wenn man das über den Norden finanziert, also zum Beispiel ersatzweise für die nicht effiziente Entwicklungszusammenarbeit, könnte man ja sagen, man gibt das Geld einfach nicht mehr in diese Kanäle, in die es jetzt fließt und wo man erwartet, dass es irgendwann unten ankommt, was es in der Regel nicht tut, sondern man gibt es den direkt an die Zielgruppe, das viel, wäre viel effizienter. Das wäre vielleicht eine Sache, könnte man argumentieren. Aber was würde passieren? Man würde höchstwahrscheinlich die Zivilgesellschaft ziemlich stark empowern, zum Beispiel ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen und damit auch ein Stück weit dafür zu sorgen, dass die Staaten selber in die Lage versetzt werden, eben dann entsprechende Entscheidungen, die sie heute schon treffen müssen und nicht tun, weil die Eliten den Maß haben, dass sie ihre Privilegien verlieren, diese Entscheidungen zu treffen. Insofern ist die Frage, also ich tendiere auch mal dazu zu sagen, man wartet so lange, bis die Staaten eben die Entscheidung selber treffen, weil es ihr Recht ist, Ownership im Süden und wir im Norden sollten keine Entscheidung treffen, wir sollten nicht eingreifen. Aber wenn man eben über solche Projekte eingreift und wirklich an der Basis die Leute unterstützt, zivilgesellschaftlich aktiv zu werden, was die sich eben einfach nicht leisten können, in Afrika. Ich habe auch 3 Jahre da gearbeitet und ich glaube, ich weiß auch, wovon ich da spreche, dann wird es nicht passieren. Also wenn sie nicht in die Lage versetzt werden, dann zunächst ihre existenziellen Bedürfnisse, diesen Lebensunterhalt für morgen irgendwie absichern und danach können sie darüber nachdenken, wie sie gesellschaftlich aktiv werden. Also Grundeinkommen als Voraussetzung dafür, dass sie Staaten demokratisch sind und dass sie dann in die Lage versetzt werden, das auch entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, dann Grundeinkommen staatsintern zu finanzieren. Ja, ich wollte noch kurz etwas ergänzen. Also wir wissen ja, dass die Umsetzung unter anderem in Namibia auch daran gescheitert, dass die Weltbank wirklich massiv Druck auf Regierungsmitglieder ausgeübt hat. Wie übrigens nicht nur in Namibia, sondern wir wissen es auch von einem Regierungsmitglied in Brasilien. Lula wollte ursprünglich ein Basic Income, ein Grundeinkommen einführen. Und da sind die auch von der Weltbank so unter Druck gesetzt worden, dass sie dann dieses Bolsa Familia, also dieses geprüfte und mit Konditionen versehen wird. Die Weltbank besteht immer auf Konditionen, bedürfnisgeprüft und Konditionen. Im Nachbarland von Namibia, Sambia, war ich gerade mal wieder, da ist jetzt das Social Cash Transfer, das gab es auch in einem Distrikt über Jahre und ist geprüft und evaluiert von ich weiß nicht wem alles, hat die gleichen Effekte bei den Empfängern, was es eben an die Ärmsten der Armen geht. Die Effekte sind ähnlich, was die Gesundheit angeht, was die Aktivierung angeht, etc. Und man hat das jetzt in Sambia landesweit eingeführt, aber die Weltbank hat unter anderem Sambia gebeten oder gezwungen, kann man so oder so ausdrücken, zumindest in einem großen Distrikt das mit Konditionen zu versehen. Also unter bestimmten Bedingungen kriegen die Leute das erst. Und jetzt hat man das ausgewertet. Ich habe gerade gestern per Mail die Auswertung von Hammel bekommen.
Man hat das ausgewertet und festgestellt, dass die Unterschiede überhaupt, dass es gar keine Unterschiede macht. Dass die Leute, die das bedingungslos bekommen haben, genauso verantwortlich damit umgegangen sind wie die, denen man Bedingungen gestellt hat. Und daraufhin hat Sambia jetzt entschieden, dann machen wir das nicht mehr mit Bedingungen. Wir machen das jetzt landesweit ohne. Ist noch kein Basic Income für alle. Aber da wird jetzt von der Zivilgesellschaft wieder weiter Druck gemacht. Die arbeiten auch an Basic Income. Ja. Ich habe eine Frage zu der weiteren Entwicklung und auch zu der Idee der Rohstoffbesteuerung. Ich denke, dass wir gerade im Moment oder schon im letzten Jahr in der Entwicklung sind, wo genau das Gegenteil, das Freihandelsabkommen, Überabkommen und so weiter und auch die Rohstoffvereinbarung der EU in Deutschland an die Entwicklungshilfe gekoppelt und so, führen ja genau dazu, dass Ländern die Hände gebunden werden und gar keine Ausflugszölle mehr erhoben werden dürfen. Ja. Also inwiefern ist es nicht super utopisch, jetzt zu sagen, naja, dann machen wir halt Rohstoffsteuern. Ja. Und gibt es da noch irgendwie einen Weg gegen? Weil, oder es ist für mich so etwas realitätsfern. Ja. Also es ist sicherlich insgesamt eine gute Idee, ja. Und, aber es ist bis zunehmend utopisch. Also es ist es nicht, weil jedes Land natürlich die Rohstoffe verkauft. Es geht ja nicht um Ausfuhrzölle, es geht nicht um Zölle, es geht um Alimentierung. Also jede Nation kann sozusagen einem internationalen Unternehmen sagen, du kriegst die Rohstoffe oder du darfst abbauen unter den und den Bedingungen. Zum Beispiel 10% des Gewinnes bleiben im Land oder keine Ahnung, oder du musst irgendwie für Land Pacht zahlen. Bei Landgrabbing ist diese Diskussion ganz, ganz groß. Ne? Wie viel zahle ich für das Land, was ich nutze? Und so kann man das, also so machen es die Länder ja auch mit den Rohstoffen. Also es bleibt ja von den Rohstoffen etwas im Land, sei es jetzt die Besteuerung der Unternehmen, der internationalen, oder eben nicht der Besteuerung der Unternehmen, weil ich sage, ich habe eine Freihandelszone in dem Land. Aber das ist ja in der Entscheidung eines jeweiligen Nationalstaates und einer Regierung. Das hat nichts mit Ausfuhrzöllen und nichts mit dem Freihandel an sich zu tun. Wobei da ja dann auch irgendwie unabhängig schiedsgerichteter sind Vereinbarungen zwischen den Ländern, bilaterale Investitionsabkommen, ein dazu führen, dass Regierungen nachfolgende Regierungen nicht einfach sagen, wie verändert ist und das ist richtig, aber das sind eben Prozesse. Ich meine, wir reden ja auch nicht davon, dass das morgen umgesetzt wird oder so. Das ist natürlich utopisch. Und deshalb auch die Idee zu sagen, wir wollen es in der Region diskutieren. Ja. Ein Land allein, so wie Namibia, hätte keine Chance, so eine Idee zu verwirklichen. Da ist eine interessante Idee, das fand ich auch immer wieder lustig zu sagen, wir machen eine Touristensteuer. Also finanzieren einen Teil des Grundeinkommens über die Menschen, die zu uns in Urlaub kommen. Die können ja auch irgendwie was dran zahlen. Das sind ja meistens deutsche Kolonialvergangenheit, Namibia. Passt. Bitte? Ja genau, bei uns nennt man das, genau, wir haben sowas ja im Grunde genommen auch. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die Idee aber oder den Charme der Rohstoffdebatte ist, nicht unbedingt, ob das jetzt utopisch oder nicht utopisch ist, sondern es zielt ein Stück weit darauf ab, auf der einen Seite zu sagen, diese Rohstoffe gehören uns als Nation und nicht unseren Eliten, die das verkaufen und verschachern können, wie sie wollen, sondern es gehört uns, ja, den Menschen, die dort wohnen und leben. Und es gehört eben nicht uns hier im Norden, nur weil wir jetzt einen neuen Computer brauchen und deshalb das Coltan unbedingt aus dem Kongo haben wollen, ja. Und natürlich müssen Verhandlungen stattfinden. Und also für uns war das nochmal ein schönes Aha-Erlebnis. Wie lange hatten wir den Herrn Niebel als Entwicklungsminister? Also er hat einfach, aber er war sehr klar in seinen Aussagen. Ne? Entwicklungshilfe ist zum Beispiel, also er hatte das ja mit diesen Big Five genannt. Ne? Eins von diesen Big Five war Rohstoffsicherung für uns. Ja? Also, und wenn ich solche klare Aussagen endlich mal habe, dann kann ich dagegen auch argumentieren. Es vereinfacht manchmal was. Also ich war ihm auch ganz dankbar dafür. Dann kann ich auch sagen, okay, da wollen wir was gegenhalten. Ja, das kann es nicht sein. Und da kann eben so eine Nord- und Süd-Debatte und so ein Prozess auch
gemeinsam sagen, wir wollen das nicht. Ne? Wir wollen als Zivilgesellschaft, als Wähler und Wählerinnen nicht, dass unsere Rohstoffe zum Nulltarif ausgebeutet, also ne, dass wir die Rohstoffe zum Nulltarif auf Kosten von anderen kriegen und dass das auch noch ein Entwicklungshilfeminister auf seine Fahnen schreibt. Also da hat man einfach Angriffsfläche, um solche Themen zu diskutieren und zu sagen, wir müssen sowieso gucken, dass wir weniger Ressourcen brauchen, weil es einfach nicht geht, wie sie ausgebeutet werden. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, dass solche Kampagnen das Ziel haben, der Umsetzung. Ja? Also das glaube ich selber jetzt auch nicht wirklich. Aber allein diese Debatte und die Diskussion um das Thema Rohstoffe und im südlichen Afrika um die Diskussion, wem gehören die eigentlich? Und was kann ich dafür tun? Und wie können wir den internationalen Diskurs eben so zusammenbringen, dass wir beide was davon haben, ja? Dass wir uns gegenseitig verstärken? Das fände ich schon einen großen Erfolg in der Debatte. Ja. Dirk Niebel war übrigens auch derjenige, der das Yasuni-Projekt mit Deutschland abgewürgt hat. Es gab gewisse Bereitschaften damals. Er war so ein besonderer Protagonist im Sinne der Gegnerschaft. Ja, wir müssen mal gucken, was wir mit unserem neuen Minister haben. Kann ich noch nicht einschätzen. Wie haben so die Anliegen, die angrenzenden Länder, eben auch im südlichen Afrika, darauf reagiert? Hat das irgendwie einen Vorbildcharakter gehabt? Ja, meine Frage geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Sie hatten vorhin gesagt, dass der vielleicht zukünftige Präsident Namibias ein Befürworter des Grundeinkommens ist. Aber gleichzeitig auch, dass wenn das Grundeinkommen, oder dass Namibia, ein Land wie Namibia, das nicht alleine schaffen kann eigentlich. Unter der Voraussetzung, dass dieser Präsident jetzt an die Macht käme, welchen Einfluss hat denn Namibia auf die Länder der Region, um das vielleicht doch voranzutreiben, wie groß wären die Chancen dann? Wäre das dann nicht schon ein Stück weit ein Durchbruch oder ein sehr wichtiger Schritt, wenn er tatsächlich dann die Macht käme? Zum einen, weil ein Anlass diskutiert wurde, im Prinzip Grundeinkommen über eine Verteilung, also Geld kommt von außen. Die Frage sind die Regierenden, die herrschaftlichen den Ländern, ausreichend wenig korrupt, dass es da ankommen würde, oder braucht es im Moment nicht mehr andere Wege? Und das andere ist, ich habe jetzt rausgehört, vielleicht auch falsch verstanden, dass das Projekt im Moment nicht mehr fortgeführt wird, es gibt keine Zahlungen mehr. Die Frage ist, wie sieht es im Moment aus? Und ich verstehe das Grundeinkommen eigentlich als einen Anschub, dass ich eben Leuten Ängste nehme, dass ich Leute motiviere, da wurde ja auch geschrieben, so kleine Beispiele, die da positiv waren, dann sogar sagen würde, wenn das erstmal eine gewisse Zeit läuft, kann es vielleicht sogar weiterlaufen ohne, weil ich eigentlich eine gesellschaftliche Situation neu gebildet hat und stabilisiert hat. Frage, gab es eine Tendenz in die Richtung oder ist es komplett eingebrochen? Eine Frage, vielleicht, also ich habe mir gerade gedacht, vielleicht ist auch die Formulierung, Geld kommt von außen, irgendwie falsch, denn wenn wir jetzt davon ausgehen, wir versuchen einen fairen Handelspreis zu zahlen für Rohstoffe, dann verhalten wir uns nur in Anführungsstrichen irgendwie normal, sind aber nicht die Geldgeberinnen und Geldgeber. Und deswegen verstehe ich dann auch nicht Argumente, wenn man sagt, ja, oh Gott, wir können doch nicht Menschen einfach so Geld geben. Denn das Geld würden sie dann auf faire Weise verdienen und dann können sie innerhalb ihres Landes entscheiden, was sie mit dem Geld machen. Und dann ist es überhaupt nicht mehr unser Anliegen. Also ich finde, dass dieses Argument völlig entkräftet, wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, dass nicht wir diejenigen sind, die Geld schenken und geben. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Das komme ich aber gleich nochmal drauf. Namibia und die angrenzenden Staaten und den Einfluss Namibias. Also Hage Geingob, der zurzeit, also der Nachfolger des jetzigen Präsidenten der SWAPO, wird und dann auch wahrscheinlich der nächste Präsident Namibias nach den nächsten Wahlen, hat sich immer als Privatperson geäußert, nie als Politiker. Da war er Politiker genug, um das klar zu trennen. Aber das Spannende ist eigentlich, dass das Big-Projekt, also der Gedanke des Basic Income Grant, eigentlich in Südafrika entstanden ist. Und weil Südafrika sich dann nach 1994 aus vielen Gründen dagegen entschieden hat, gegen ein Grundeinkommen und für ein Sozialsystem, nach ähnlichem Vorbild, wie das bei uns läuft,
ist es sozusagen nach Namibia geschwappt. Ja? Also auch die zivilgesellschaftliche Bewegung, auch die Verknüpfung von Ressourcen, von Wissen und Personal zum Teil sogar. In Südafrika, und das ist auch ein negatives Element für die Region, ist die BIC-Koalition damals in sich gescheitert. Also die ist, wenn ich das sage, jetzt aus Korruptionsgründen, aber auf jeden Fall ist die in sich zusammengebrochen und hatte nicht mehr den Drive, um das tatsächlich umzusetzen. Aber das bedeutet, und jetzt das Beispiel aus Sambia ist relativ neu, also ich wusste das jetzt auch noch nicht, das bedeutet einfach, dass sich viel tut in der Region. Und deshalb auch diese Idee der SADC-weiten zivilgesellschaftlichen Initiative. Wir hatten jetzt gerade eine Veranstaltung während des SADC-Gipfels, also wenn die Regierungschefs der Staaten des südlichen Afrikas sich einmal im Jahr im August treffen, dann kommen auch die zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammen. Und da hat mein Kollege gerade eben, hat in Simbabwe stattgefunden, auch zu dem Thema einen Vortrag gemacht, um eben auch wieder diese zivilgesellschaftlichen Kräfte zu bündeln und zusammenzubringen und das gemeinsam zu diskutieren. Das heißt, da ist sehr viel in Bewegung im Moment. Ja. Und das ist so ein Momentum. Und ich glaube nicht, dass die namibische Regierung mit dem neuen Präsidenten sagt, als allererstes setzen wir das Grundeinkommen um. Was passieren könnte, wäre ähnlich wie zum Beispiel in Brasilien oder wie es auch bei uns diskutiert wird, dass man zum Beispiel sagt, wir haben eine Grundrente in Namibia, was ja tatsächlich für alle gilt. Jetzt könnten wir noch eine Kinderrente einführen oder so, ja, ein Grundeinkommen für Kinder. Irgendwas, was leichter zu verkaufen wäre. Und so vielleicht sukzessive dann zu diesem Grundeinkommen kommt. Aber in der Region passiert unglaublich viel, weil alle merken, dass einerseits die soziale Spaltung langfristig den sowieso prekären sozialen Frieden unglaublich gefährdet. Also da haben alle Angst davor. Das wissen auch die Südafrikaner im Moment, obwohl da so viel an Sozialleistungstransfer stattfindet, ist es, wie ich vorhin erwähnt habe, eines der am weitesten gespaltenen Länder, was die Einkommensungleichheit betrifft. Das heißt, da ist unglaublich viel Spannungspotenzial und auch Bedarf an Veränderungspotenzial. Die namibische Regierung, also der würde ich jetzt mal unterstellen, dass sie sollte es aus Entwicklungszusammenarbeit oder was auch immer Geld geben für ein Grundeinkommen und sollte sie das gutheißen und umsetzen, dass das dann auch ankommt. Also das ist, glaube ich, jetzt, also das ist kein Failed State, ja? Also es ist eine Demokratie trotz allem. Also da hätte ich keine Bedenken. Ja? Es wird immer Verluste geben, das haben wir bei uns ja auch, so ist es ja nicht. Ja? Wir sind ja nicht ein Staat, der nicht Korruptionsskandale hätte. Man geht nur nach Bayern. Und die Frage, Anschubgeld von außen oder von innen, also die Idee, das sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, wir würden es bevorzugen, wenn der Staat, zum Beispiel Namibia, sagt, wir wollen ein Grundeinkommen und wir finanzieren es. Wir finanzieren es aus Steuern wie Einkommensteuer, Vermögensteuer, Landsteuer, man kann auf Privateigentum Steuern erheben und vielleicht rohstoffextraktive Steuern. Ja. Ein anderes Projekt wäre zu sagen, wir ändern die Entwicklungszusammenarbeit und geben sozusagen das ganze Geld direkt an die Bevölkerung als eine Art von Grundeinkommen. Habe ich jetzt im Moment so ganz spontan Problem damit zu sagen, das ist einfach also wir nehmen dann sozusagen die Verantwortung wieder vom Staat weg, für seine Gesellschaft zu sorgen, weil die Menschenrechte einfach ganz klar Sache des Staates sind es, sie umzusetzen, zu sichern und zu halten. Und das genau ist auch die Antwort auf Ihre Anfrage, ob ein Grundeinkommen eine Anschubfinanzierung sozusagen sein könnte. Mitnichten. Es ist die Umsetzung eines Grundrechts, was verfassungsrechtlich verankert ist, nämlich das Recht auf eine adäquate Ausstattung meines Lebens, eine Teilhabe an der Gesellschaft, Schutz vor Hunger und eben, wie gesagt, auch die Teilhabe. Und das wäre zum Beispiel, wenn ich ein Land habe, das sehr stark auf Rohstoffexporte setzt, auch dann eine gesellschaftliche Umverteilung des Vermögens sozusagen. Ja. Also es geht da um ein verbrieftes Recht. Und wir haben bei diesen Geschichten, was ich vorhin erwähnt habe, mit der
mit der Invalidenrente, ja, für Menschen, die HIV-positiv sind. Das heißt, der Charme eines Grundeinkommens ist gerade, dass ich eine Sicherheit habe. Ich muss nicht jede Arbeit annehmen, aber ich muss auch nicht in jedem Arbeitsverhältnis bleiben, weil ich aus diesem Arbeitsverhältnis aussteigen kann und mir in Ruhe wieder ein neues Arbeitsverhältnis suchen kann oder eben auch mal eine Auszeit nehmen, ein Sabbatical oder in Ruhe meine Kinder erziehen kann, wenn ich das denn möchte, ohne nebenher noch für meine Erwerbsarbeit zu sorgen. Also dieses Recht sozusagen und nicht ja, die Möglichkeit, es vielleicht zu bekommen, macht den Charme eines Grundeinkommens aus. Und alles, was sozusagen nur zeitlich begrenzt ist, da entscheidet ja wieder jemand anderes, dass es dann aufhört. Das ist die Krux und das ist auch das Problem mit diesen ganzen Pilotprojekten. Jedes Mal, wenn ich ein Pilotprojekt anfange, mache ich einen Versuch, einen Menschenversuch, ja, der in sich menschenrechtlich eigentlich auch ein bisschen problematisch ist. Ja. Ich meine nicht, über eine Zeit X wird es garantiert, bedingungslos und danach wieder abgezogen, sondern eigentlich steht immer zur Verfügung, wenn du denn brauchst. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die sagen, also am Ende, glaube ich, funktioniert es immer nur, dass sich zumindest eine Summe auch produktiv einbringt. Sonst kann ich einfach, es ist eine Rechnung, wenn ich Bedürfnisse habe, wenn ich Produkte, die produziert werden müssen, brauche, irgendwer muss das machen. Es geht nur, wenn genügend Leute sich hinstellen, als Beispiel, die Vogel funktioniert nicht. Wir können nicht sagen, wir geben immer Essen für alle, irgendwer muss es kochen. Ja? Das heißt, ich sehe dieses Grundeinkommen als, du kriegst dein Essen, egal ob du heute Morgen irgendwann kochst, auch wenn nie, aber dass es eigentlich dazu führt, dass Leute sagen, ich koche. Das ist das, was Ronald gemeint hat mit der Solidarität, dass die steigt, aber dass du gleichzeitig auch das Vertrauen hast, das hat die Silke Helfrich mehrmals betont, dass es eben dann auch gemacht wird. Also die Vertrauen in die Menschen, die das dann genau, auch umsetzen. Das ist das Argument, dass dieser Schritt stattfinden ja. wird. Und meine Frage ist, was konnte beobachtet worden? Hat sich dieser Geist so entwickelt? In Otivero ist es ganz klar der Fall. Also es gab vorher keine Gemeinschaft, die jetzt entstanden ist. Und das ist schon sehr dramatisch, weil es immer noch Menschen gibt. Also eine Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Machern und Macherinnen. Ja? Es gibt immer Menschen, die aus ihrer Situation heraus, aus ihrer gesundheitlichen oder psychischen Situation heraus, sich selber nicht entwickeln können, ja, die das sozusagen konsumieren und mehr nicht. Und dann ist es in Namibia ein bisschen wenig zum Überleben langfristig. Ne? Und wir haben einfach gemerkt, dass die Solidarität innerhalb des Dorfes ganz, ganz stark gestiegen ist. Also bis hin zu Leuten, die sich zusammengetan haben und sagen, obwohl wir jetzt mehr Geld haben, gehen wir zusammen. Einer geht für uns in die Stadt einkaufen und bringt das en gros mit. Das hätten sie früher nie gemacht. Sie hätten nie den anderen vertraut, denen Geld in die Hand zu geben und gehofft, dass er das dann wieder nach Hause bringt. Ja? Also das Vertrauen in den anderen ist einfach gestiegen und die Solidarität innerhalb des Dorfes ist auch, also hat zugenommen, hat sich ganz, ganz stark verändert. Weil eben das Wissen da ist, das Geld kommt morgen auch. Dann kann ich auch leichter mal was abgeben. Jemand, der vielleicht nicht so gut jetzt gerade dasteht oder der vielleicht einen anderen Schicksalsschlag hatte. Ja. Also das ist enorm gestiegen. Das hat das Projekt, glaube ich, ganz schnell gezeigt. Also viel schneller als all die anderen Dinge wie der Anstieg von Lohnarbeit oder dass die Kinder nicht mehr unterernährt sind oder solche Dinge. Also diese Solidarität ist gestiegen. Ja, kurz noch zu dir, um das vielleicht bisschen selbst zu spüren. Es gibt diese Aktion, das Spiel, oder The Game, das ist am Freitag, also morgen um 3 nochmal. Es greift den Aspekt so ein bisschen auf. Ich habe es gestern Abend gemacht. Genau, weil ich kenne die Frage, die du hast, und über den Kopf löst sich das auch nicht. Es ist sowas, ich glaube, das muss erfahren werden, sozusagen, am eigenen Leib. Und das ist so ein kleiner Geschmack dafür. Also, ich weiß nicht, ob du das schon hast. Vielleicht noch ein kleiner Einschub, also es ist eine Binsenweisheit, dass nur das verbraucht werden kann, was produziert wird. Und eine Grundeinkommensgesellschaft, die nicht mehr das produziert, was gebraucht wird, würde auch zusammenbrechen. Wie unsere heutige.
Aber unser heutiges Fasten viel eher am Zusammenbrechen, weil wir etwas verbrauchen, was wir nie wieder haben, nämlich Rohstoffe irgendwann. Ja, das ist immer wieder der Zusammenhang. Und ich behaupte, dass ein Grundeinkommen den Blick schärft, so wird es viel auch in der Literatur diskutiert, auf das wirklich, wirklich Notwendige. Was brauchen wir eigentlich, um gut zu leben? Dieses System fragt doch die Frage gar nicht. Hier wird immer wieder gefragt, auch in Außenhandelsbeziehungen, was bringt Geld, Strich, mach es immer deutlich, was bringt Profit? Deswegen wird produziert, und nicht produziert, um Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn ich aber von diesem Geldstrich über Demokratisierungsprozesse ein Stück wegkomme, na, Grundeinkommen unterstützt die Selbstermächtigung von Menschen und die demokratische Ermächtigung von Menschen, dann habe ich auch einen ganz anderen Blick auf das, was wirklich notwendig ist, zu produzieren. Und wie organisiere ich dann die Produktion? Und eins fällt aber im Grundeinkommen immer wieder raus. Niemals über Zwang. Nicht über ökonomischen Zwang oder wie jetzt Sozialinitiativen wie bei Hartz IV zum Beispiel. Weil das ist garantiert der falsche Weg. Das ist der Grundsatz. Und wir werden einen ganz anderen Blick in der Grundeinkommensgesellschaft für Notwendigkeiten bekommen. Bin ich nur 100%. Wir haben gestern über positionalen, relationalen Konsum gesprochen. Wir wissen, was in einer entfremdeten, unter Zwang stehenden und entsegnet stehenden Gesellschaft Konsum für Funktionen hat. Und wenn ich die aber nicht mehr spalte, weniger spalte, entängstige, sagt ihr jeder, der sich mit Konsumforschung beschäftigt, werden mit diesen Konsumformen, die Ausdruck von entfremdeten Dasein sind, das wäre also diese soziologische Begrifflichkeit, zurückgehen werden. Also, ne, da muss man noch ein Stück weiter denken als nur das Grundeinkommen ist irgendwie eine Auszahlung und dann ist nichts. Nee, da hängen schon ein paar viele andere Effekte mit dran. Wohlgemerkt, das ist ein Baustein. Auch jetzt in solchen Nord-Süd-Beziehungen. Freihandelsabkommen gehören grundsätzlich hinterfragt. Das geht überhaupt nicht. Vollkommen unabhängig vom Grundeinkommen, was haben oder nicht, das ist vollkommen egal. Was wir hier machen, ist eine ökonomische Erpressung von Ländern, die arm sind. Und ich kann es nochmal zuspitzen, in Griechenland brauchen wir nicht mehr ökonomisch. Weil wir so hochproduktiv sind, faktisch die ganze griechische Ökonomie mit übernehmen könnten, bis auf ein bisschen Tourismus. Wir brauchen Griechenland nur für Tourismus. Wie wir übrigens Ostdeutschland, damals als wir Westen geworden sind, kommen wir zur DDR, auch nicht ökonomisch gebraucht haben. Die 18 Millionen, 9 Millionen waren wir erwerbsfähig, 18 Millionen Menschen. Wir waren über Nacht versorgt. Das ist der Zustand. Und da muss man sich doch Gedanken machen, wie kriege ich das eigentlich gebacken, dass ich einen Großteil der Gesellschaft gar nicht mehr brauche und arme Länder bestenfalls noch, um ein bisschen gute, seltene Erden zu bekommen. Und Erdöl. Das ist doch der Punkt. Und das ist doch pervers gegenüber diesen Menschen dort. Und uns wird immer vorgespielt, das kann so weitergehen. Und das kann auch nicht so weitergehen. Also das wären so ein bisschen weitergehende Gedanken, die das Grundeinkommen, das übersteigen, aber das Grundeinkommen ein wichtiges Element dabei ist. Jetzt die letzten Fragen, wir haben gleich halb. Ganz kurz, wie sieht es denn, nachdem die Zahlung jetzt genau. Wie ist denn die Dorfgruppe jetzt, seit wann sind die Zahlungen? Genau, das habe ich vergessen. Ob das vielleicht ein Anschub war, was die Kollegin so gedacht hat, vielleicht ist das gar nicht möglich. Ja. Also ich fand diese Verbindung schön und ich habe sie ganz gut folgen können, dass du sagst, dass die Einführung eines Grundeinkommens, die Entspaltung der Gesellschaft hier im globalen Norden ist auch notwendig. Im Zusammenspiel. Jetzt sehe ich es halt so, dass wenn ich mir, also die, was du erzählst zu den Prozessen dort vor Ort, scheint es ganz gut zu klappen. Ich sehe den Sprengstoff, den gesellschaftlichen Sprengstoff in einer doch noch stärker von der Wirtschaft beeinflussten Gesellschaft im Norden einfach höher. Und dadurch ist die Einführung eines Grundeinkommens im Norden als schwieriger. Also Im Süden ist höher. Nee, ich sehe den Norden. Okay. Aber okay. Meine These. Okay. Und da aber beides miteinander verbunden ist, würde mich einfach interessieren, was ihr seht, was sozusagen im zeitlichen Verlauf wichtiger ist, wo es entsteht, im Norden, im Süden. Genau. Ist es notwendig, dass es erst im Süden kommt, dann im Norden? Vielleicht ist es wichtig, dass erst hier sich Strukturen ändern. Erst noch kurz auf die Frage, die ich vorhin vergessen hatte. Also das Pilotprojekt ist 2 Jahre gegangen, da wurden die Auszahlungen gemacht. Dann war eine Zeit, wo wir über Spenden weiter versucht haben, das Projekt, also die Idee zu unterstützen und weiter Auszahlungen des Grundeinkommens gemacht haben in dem Dorf. Von letztem Jahr Juni bis
diesem Jahr Mai ist nichts gezahlt worden und jetzt ist die Waldenser Kirche aus Italien für ein Jahr nochmal eingesprungen. Und die namibische Koalition hat jetzt sozusagen noch mal ein Jahr die Chance, auch politisch was in die Wege zu leiten, um das also für Namibia, für die Regierung und eben mit dem neuen, vielleicht werdenden Präsidenten noch mal neu umzusetzen. Also es ist noch mal eine Chance. Danach werden aber auch die Spendensammelaktionen eingestellt. Also weil die Idee war ein Pilotprojekt, aber unsere Verantwortung gegenüber den Menschen in dem Dorf war einfach eine moralische Geschichte zu sagen, wir gucken, dass es weitergeht. Mein Wunsch wäre, dass wir das Dorf nicht einfach so, ihr habt euren Dienst getan und jetzt guckt ihr, wie ihr selber weiterkommt, sondern dass wir gucken mit Entwicklungszusammenarbeit, wo können jetzt zum Beispiel Projekte angesetzt werden, also wie kann das, was dort entstanden ist an Selbstarbeit oder an Initiativen, wie kann das gestärkt werden durch Vernetzung, durch Zusammenarbeit oder durch eine andere Art von Struktur. Also da sind wir gerade dran. Aber das Projekt als solches ist im April nächsten Jahres also wirklich dann beendet. Dann gibt es auch keine Auszahlungen mehr. Jetzt, ich würde da auch noch eingehen. Ja. Also wo beginnen oder wie überhaupt? Ganz spannend ist, dass dieselben Diskussionen, wie kommen wir schrittweise hin? Wir haben gestern darüber schon diskutiert, zum Grundeinkommen sich fast global ähneln. Also in Brasilien wird nach diesem Bolsa Familia, also ein Familienstipendium, Familienbeihilfe für ärmere Familien, wird jetzt angedacht, so kenne ich die Diskussion, ein Grundeinkommen für Kinder einzuführen, für alle also. Die Debatte hattest du gerade jetzt auch aufgemacht und dasselbe haben wir in Deutschland. Also wir haben jetzt ein breites Bündnis für eine Kindergrundsicherung, nennt sich Kindergrundsicherung, ist aber ein Kindergrundeinkommen für alle, wo alle Kinder erstmal einen gleichen Betrag bekommen. Das heißt, es gibt also parallele Prozesse des Beginns, was jetzt Grundeinkommen betrifft, zwischen ergreifend. Und es gibt ja über dieses BN und auch über die UN sozusagen immer wieder die Debatten, wie müssen Sozialsysteme ausgestaltet werden, auch weltweit. Und welche Ausgleiche müssen stattfinden. Wir kommen in Europa gar nicht um die Debatte in der Sozialunion mehr drumherum. Es ist einfach so. Und da müssen wir uns ja Gedanken machen, wie wir bestimmte soziale Systeme angleichen. Und die beste Variante, das wäre auch, dass wir so einen Zungenschlag Richtung Grundeinkommen heißt, wir sockeln alle Sozialsysteme, egal wie die gegründet sind, ne, wir haben verschiedene Wohlfahrtstypen sozusagen in Europa, sockeln die alle mit dem Grundbetrag. Da habe ich eine Angleichung, ohne dass ich die Sozialsysteme radikal verändere, eine Angleichung insofern, dass überall mindestens ein Grundbetrag da ist. So, und sowas kann man sich auch weltweit vorstellen, egal ob es dort nur Rentenversicherungssysteme gibt oder Sozialsysteme, es gibt einen Grundbetrag, der für erstmal alle gleich ist. Solche Debatten kann man durchaus führen, sollte man auch. Und das hängt auch damit zusammen, dass man sowas Grundeinkommen mit Recht auf Freizügigkeit verbindet. Ich weiß, wir hatten jahrelang Diskussionen über globale soziale Rechte. Da geht es um Mindestlohnstandards, da geht es aber auch um das Recht auf Freizügigkeit. Was wir heute in der Sozialpolitik haben, ist ja nach wie vor aus der klassischen Armenfürsorge kommend. Faktisch jede Kommune versucht, einen Arm loszuwerden. Wieso keinen neuen Arm aufzunehmen? Was verhindert man damit? Freizügigkeit. Und dasselbe haben wir jetzt bei diesen ganzen Asylgeschichten, die ganzen selben Debatten. Und wenn wir postulieren ein Recht auf Freizügigkeit, der Mensch hat das Recht, dort zu leben, wo er will, und wir das auch ernsthaft wollen, nehmen wir es mal an, wir wollen das, dann muss man einfach die Frage stellen, wie kriege ich das mit dem Sozialsystem dann gebacken? Wie ist das mit der Migrationsfrage sozusagen? Und da kommt dann berechtigterweise wieder aus unseren nordischen Überlegungen, ja, wir müssen eigentlich, sag ich mal ganz böse, um nicht überschwemmt zu werden, wir werden jetzt schon überschwemmt, ohne Grundeinkommen, sage ich mal. Und Frontex tut ja alles dafür, damit die alle wieder absinken, sozusagen. Schlicht und ergreifend müssen wir dafür sorgen, dass die ihre Ökonomie aufbauen können und auch sozial abgesichert sind. Deswegen könnte man aus einer Notperspektive sagen, eigentlich müssten wir, und das sind die Argumente für den Attack für alle, bei den ärmsten Ländern anfangen. Zum Beispiel mit dem Grundnahrungseinkommen. Na, immer wissend, wir machen denen ihre Ökonomien und Subsistenzen kaputt. Und dann wundern wir uns, wir müssen viel Frontex aufbauen, um die alle wieder abzuschießen, damit sie nicht zu uns zu kommen. Also ich bitte das jetzt mal polemisch zugespitzt, nur so zu verstehen. Aber das ist ja Fakt. Also wir hatten ja in vielen Ländern, wir haben das gerade vorhin mit Sambia diskutiert, im Süden Sozialstrukturen, die wir durch die Strukturanpassungsmaßnahmen dann wieder zerstört haben. Ja? Also da war ja viel, was den Menschen eine Lebensgrundlage gegeben hat. Freier Zugang zu Gesundheit, freie Schulbildung, niedrige Preise für Grundnahrungsmittel. Das gab es in ganz vielen Ländern, die in den 60er, 70er Jahren unabhängig wurden von den Kolonialstaaten.
Und das haben wir durch die Strukturanpassungsmaßnahme alles wieder plattgebügelt. Und der Effekt ist, dass die Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien ernähren und nicht, weil wir so schöne Länder haben, einen Zustrom haben, sondern weil die Menschen einfach gucken, wo sie Arbeit kriegen, um ihre Familien zu ernähren. Also das heißt, im Grunde genommen würden wir wieder dahin zurückgehen, wo die Länder selber schon mal waren, bevor sie ja auch durch die Strukturanpassungsmaßnahmen als Staaten geschwächt wurden. Ja, das gehört ja immer noch mit dazu. Also es wäre in der Tat so gesehen für uns aus dem Norden ein guter Schritt, wenn im Süden die Grundeinkommen eingeführt würden. Aber von der Südperspektive wird uns immer wieder gesagt, naja, es wäre total klasse, wenn ihr damit anfangt, weil dann hätten die Staaten gar kein Argument mehr. Ja, so sieht es aus, ihr habt wieder eine Idee und wir sollen sie umsetzen. Ja, wir sind wieder eure Versuchskaninchen. Ja, das ist ein gutes Gegenargument auf staatlicher Elitenebene. Wenn aber wir sagen, guck mal, wir haben es jetzt gemacht, ja, und wir probieren es und wir haben hier so unsere Möglichkeiten und Probleme, dann ist das Argument weg und dann würde es vielleicht auch einem namibischen Staat leicht fallen, weil vor allen Dingen dann auch diese Gegenschüsse aus IWF und Weltbank und aus den ökonomischen Hochburgen einfach wegfallen würden. Ja, dann geht es schlecht. Also insofern ist die Frage, im Grunde genommen müssen wir deshalb ja zusammenarbeiten, damit wir so wie das Dorf Otjivero gesagt haben, eigentlich morgen überall, sonst funktioniert ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht. Das ist die Grundidee des bedingungslosen, universellen Gedankens. Ja. Wir brauchen es alle, damit es funktioniert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.